grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Wir haben den 19.04. plus 6, zwinker, zwinker. Also roundabout den 25. Und wir gucken mal, was so drin ist in meinem Fernseher an wichtigen Infos für euch. Oh Mann. Das ist so wie, als wenn etwas, wie so ein Ring, der um den Hals ist und der ist zugeschnürt. Ihr kriegt keine Luft, ihr könnt nicht schlucken. Man hat Angst, keine Luft zu kriegen, zu sterben, bla bla bla. Man kennt ja das innere Kind, ne? Wir rennen 5 Kilometer neben den Tisch vorbei und wir ketten uns ja eventuell unter Umständen vielleicht durchaus möglicherweise den Fuß stoßen können, brechen können oder sonst irgendwas und Madame oder Monsieur in uns drinne ist in der Panik. Und innere Kind schiebt Panik, weil man eben diesen dicken, schwarzmagischen Ring um den Hals hat. Okay, und es geht darum, ums Sprengen der Möglichkeiten, was man sagen kann, wie man es sagen kann, wie man es ausdrücken kann, mit Worten, die Liebe, die Geistigkeit Gottes auf diesen Planeten, auf den Erdball zu bringen. Und das wurde euch in früheren Generationen, in früheren Inkarnationen verboten, zu sagen, was ist, was war und was kommt. Und dieses schwarzmagische Konstrukt gilt es in dieser Woche anzuziehen, loszulassen, sich von der Sicherheit, sich dahinter verstecken zu können, um nicht die Worte zu sagen, die jetzt angebracht sind, gesagt zu werden, sagen zu müssen. Also entspannt euch, hört auf, gegen diesen Ring der schwarzmagischen Kaste zu kämpfen. Zieht euch zurück in euer Innerstes, meditiert, achtet gut auf euch und stellt euch vor, ihr seid ein Luftballon, der auf Grundlage dessen, was war, extrem aufgeblasen ist. Guckt, wo eure Öffnung von diesem Luftballon ist, öffnet diese und lasst Luft aus eurem overwhelming Wesen heraus, so dass ihr immer kleiner werdet und der schwarzmagische Ring euch nicht mehr unter Kontrolle hat und ihr dann wie rausfallt aus diesem Ring. Danach wäre es aber sinnvoll, euch wieder mit eurer eigenen göttlichen Seelenessenz selbst aufzublasen, in die Größe, in die Stärke, in die Stabilität damit zu bringen, die für euch wichtig ist, sinnvoll und nützlich. Habt ihr das getan, verschließt bitte wieder diese Öffnung. Und zwar so, dass ihr sie nicht mehr finden könnt und somit auch kein anderer, der euch damit dann wieder unter Kontrolle hat. Und dann ist es sinnvoll, dass ihr euch nach unten bückt, diesen Ring aufhebt mit aller Liebe und Dankbarkeit, denn er hat euch beschützt und bis hier, jetzt und heute gebracht. Er ist nichts Negatives und nichts Positives. Und dann legt ihn genüsslich, liebevoll, sanft, egal wie es für euch stimmig ist, in der Mitte eures Lavasees ab. Geht ein Stück zurück, gebt ihm den Raum zu versinken im Lavasee und sich dort aufzulösen. Bitte bleibt noch ein Stück im Lavasee und lasst all die Informationen, Artefakte und das elektromagnetisch, biochemische und infoenergetische, mit dem ihr ja permanent besendet wurdet und das in eurem Feld drinne ist, ebenfalls im Lavasee zurück. Und erst wenn all das aus euren Körpern, aus euren Feldern und aus eurem Sein herausgezogen wurde, erst dann seid ihr in der Lage, aufzustehen wieder und zum Ufer eures Lavasees zurückzulaufen. Halleluja. Ne, Leute? So, das war jetzt mal wieder aus der Region The News from my TV and my geistige Welt. Ich bedanke mich bei euch. Ich liebe euch, achte euch, ehre euch. Ihr seid immer herzlich willkommen hier, diese Videos anzusehen, euch davon behandeln zu lassen, leiten zu lassen, reinigen zu lassen und euch in die Selbstheilung hineinzubringen. Ich bedanke mich für jeden wundervollen Kommentar, für eure Likes und
Grüße neue Abonnenten auf meinem Fermi-Rücken-Kanal. Seid gesegnet, seid geliebt, seid geachtet, seid respektiert. Macht's gut, ihr Lieben.